So, gut. Also, Antennen. Kleine Antennen. So. Was ist das Doofe an der Antenne? Ja, genau. So eine Antenne muss lange halbe groß sein, ne? Also so. Und wenn sie bündeln soll, dann muss sie noch wesentlich größer als Lambda halbe sein. Also da muss sie eventuell mal 30 Lambda groß werden oder so, ne? Das ist doof. Dafür muss man dann zum Beispiel, wenn man Radioastronomie betreiben will, irgendwelche Täler in China zupflastern für die Antenne, ne? Also ist ja natürlich was Spezielles und für niedrige Frequenzen und hochbündeln und so, ne? Aber ist einfach doof. Am Auto haben sie so einen Stummel dran und früher noch so einen Fuchsschwanz oben dran und so, ne? Also das, aber da war das dann Kult. Aber auch diese Antenne ist dann irgendwie so 1,50 Meter oder guten Meter lang und so. Das ist irgendwie so ein Metallstab da. Das ist eigentlich ist doof, aber notwendig. So, schöner wäre es natürlich, man könnte eine Antenne auch wirklich klein machen. Also jedenfalls würden sie auch nicht akzeptieren, hier mit 1000, also mit so einem Igel von Handy durch die Gegend zu laufen. Ne? Das will man auch nicht. Also man muss versuchen, die Antenne klein zu kriegen. So, wenn Sie jetzt mit irgendwie einem Wirtschafter diskutieren, und ein Handy bauen wollen, dann sagen sie, ah, ich brauche zur Platinenfläche hier irgendwie, was weiß ich, 3x3 cm für die Antenne. Da rechnet er ihnen vor, was das kostet. Sagt er, spinnst du eigentlich 3x3 cm dafür? Mach kleiner, muss doch gehen. Oder der Designer, ne? das soll ja gut aussehen. Also auch das Auto soll gut aussehen oder das Handy soll gut aussehen oder so. Und da ist so eine Antenne eben, wie ich schon sagte, so ein sprichwörtlicher Igel am Auto oder in der Antenne oder in der Hand, ist einfach nicht so schön. So. Und auch die Leute werden Ihnen sagen, mach die Antenne klein, versteck sie. Und da brauchen Sie jetzt natürlich so ein paar Argumente, womit Sie sagen können, ja, kann ich tun, wird aber alles dann, also der übliche Spruch, kannst du machen, ist aber dann halt Kacke. Ne? Man kann Antennen kleiner machen. Man kann sie nicht prinzipiell ganz wegmachen und sie werden auch prinzipiell eher schlechter, wenn Sie sie kleiner machen. Man kann sich ein paar Tricks einfallen lassen, sodass sie auch wirklich kleiner werden und die Performance-Einbußen nicht allzu groß sind. Aber es gilt letztlich dieser Satz und es gilt auch der Erhaltungssatz der... Kennen Sie den Spruch noch nicht? Der Erhaltungssatz der braunen Masse? Ja. Ja, wenn Sie an einer Seite was gewinnen, dann wird er auf der anderen Seite halt höher, der Haufen. Das ist eigentlich... immer so. Oder auf Englisch, there is no free lunch. Das ist eigentlich der angenehmste Spruch, den kann man auch auf Video bringen. Die anderen so nicht. So. Schauen wir uns mal eben so grundsätzliche Dinge von kleinen Antennen an. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass das irgendwie, da man mal drüber sprechen muss. Und wir könnten jetzt sagen, wir bauen eine Antenne, die und das Maß der Antenne, die Größe der Antenne, wird eben dadurch bestimmt, wie groß der Radius der Kugel ist, die sie komplett umschließt. Nur damit man so ein generelles Maß hat, wie groß ist eine Antenne. Ne? Wenn Sie eine Stabantenne nehmen, dann hat die erstmal zum Beispiel die Fläche 0 oder die Fläche ihres Drahtes. Aber das ist natürlich kein relevantes Maß, sondern das relevante Maß ist eigentlich, wie groß ist die größte Ausdehnung und welche Kugel würde sie dann eben einnehmen oder wie groß müsste die umschließende Kugel sein. So, und dann stellt man fest, dass die Güte genau proportional zu diesem Maß hier skaliert. So. Und zwar 1 durch dieses Maß. Das K ist die übliche Wellenzahl und R ist eben der Radius der umschließenden Kugel. So. Jetzt wird der Simpel sagen, das ist ja klasse, mache ich die Antenne, je klein die Antenne, desto güter, also besser, gut. Weil Güte, ne, gut, Quality Faktor hoch. Das ist aber bei Antennen genau nicht so. Bei Antennen wollen Sie ja nicht möglichst viel Leistung speichern. Das würden Sie nämlich dann bei hoher Güte tun, sondern Sie wollen ja möglichst viel Leistung abstrahlen. Da dummerweise der Generator nicht entscheiden kann, ob die von ihm losgewordene Energie in Wärme oder in Strahlung umgesetzt wird, weil das sieht er nicht, ne? Er kann ja auch nicht sagen, und Q ist ja aus Sicht des Generators letztlich, kann er auch nicht sagen, ob das jetzt gute Güte ist oder schlechte Güte. Also Antennen sollen eine geringe Güte haben, große Bandbreite, geht auch immer einher mit geringer Güte und keine hohe Güte. Was Sie aber bei einer Miniaturisierung der Antenne erreichen, ist eben eine höhere Güte, je kleiner Sie das machen. So, prinzipiell,
Ja, und das ist eben die Aussage hier dahinter. Ne? Kannst so machen, aber ist dann halt nicht so schön. Ne? So, was für Limits gibt es da? Das geht eben ganz einher mit der Güte. Ich mache gleich auch noch so ein bisschen Bilder dazu, warum das so sein muss und warum das so ist. Und sie kommen einfach an einer Linie nicht dran vorbei. Sie können machen, was sie wollen. Eine effektive Antenne hat eine gewisse Größe. So, man könnte jetzt auch sagen, das ist einer der allerersten Ansätze. Okay, ich baue meine Antenne in eine Box mit hohem Epsilon R. Nehmen wir mal, habe keinen Leerraum, ist auch egal. Nehmen wir mal die Antenne hier, Lambda halbe. Und zwar ist die Antenne ja in Resonanz, wenn da Lambda halbe des umgebenden Mediums drauf passt. Und wenn ich die jetzt hier einschließe in eine Box mit meinetwegen einem Epsilon R gleich 10, dann ist die Welle da drin ja nur ein Drittel etwa so lang wie im freien Raum. Das heißt, ich könnte diese Lambda halbe Antenne hier jetzt um den Faktor 3 reduzieren und dann wäre sie eben gegenüber der Freiraumwellenlänge Lambda Freiraum Sechstel groß. Nur noch hätte ich sie also um den Faktor 3 kleiner gemacht. Ist in Resonanz. Wo soll das Problem sein? Ja, das Problem ist ja, die Strahlung muss ja hier raus. So, und da liegt an dieser Grenzschicht zur Luft, weil nicht der ganze umgebende Raum ist aus Epsilon R gleich 10, dann würden wir uns nämlich hier schwer bewegen können. An dieser Grenzschicht gibt es eine Reflexion und dann wird eben nur ein Teil abgestrahlt und der andere Teil wird wieder reflektiert und bleibt drin in dem Viereck da. Ne? So, das heißt also, da ist mal ein Argument gefasst, wo Sie simpel sagen würden, okay, gieß deine Antenne doch ein, einfach in so ein Epsilon R gleich 10 oder Epsilon R gleich 100, da hast du einen Reduktionsfaktor von 10 gleich. Ne? Und dann ist doch alles okay, dann hast du doch die Lambda halbe Resonanz einfach nur skaliert. Ja, die Resonanz hat man skaliert, aber deswegen hat man trotzdem die Energie noch nicht raus. Und im freien Raum. Ne? Ein Beispiel dafür, wie eine Idee für eine kleine Antenne scheitern kann. Sie scheitert nicht wirklich. Sie kriegen die Antenne kleiner und sie kriegen auch was raus. Aber die Effizienz ist eben nicht so hoch, als wenn sie diese Box dann nicht hätten und die Antenne die richtige Größe hätte. Also ist eine Variante, wie man das machen kann, aber ja, nicht 1:1 gewinnen sie dabei. Okay, jetzt habe ich mal die ganz simple, also wirklich sehr simple Variante genommen. Ich habe einen Lambda-Halbe-Dipol genommen hier. Da ist der gezeigt. Die Resonanzparameter da unten stehen hier. Stehen dabei. Und der hat eben diese 72 Ohm da in der Resonanz. Der hat keinen Imaginärteil. Der verschwindet gerade da in der Resonanz. Das ist die Definition von Resonanz. Hat eine Bandbreite von ca. 7%. Ist also auch eher schmalbandig. Ist aber ja auch bloß ein Lambda-Halbe-Dipol. Ein Q von 14 hatte ich da dann ausgerechnet. Jo, jetzt mache ich einfach kleiner. Kann ich ja tun. Also schneide den einfach hier klein ab. Da und da. Und dann messe ich, respektive simuliere ich nochmal. So, was ist passiert? Man kann natürlich davon ausgehen, dass der Imaginärteil klar kapazitiv wird. Ist ja nicht mehr in Resonanz, das Teil. Kann es ja nicht sein. Und das sehen Sie hier an dem negativen X. Wert da oben. Und gleichzeitig, und das ist das eigentlich Dramatische, fällt dramatisch der Widerstand, der ohmsche Anteil dabei. Und zwar vor allen Dingen der ohmsche, der Strahlungswiderstandsanteil da. Der ist nämlich von 72 auf 12 runtergegangen. Trotzdem könnten Sie natürlich sagen, ja, nimmst du L und ein bisschen C vielleicht noch und passt du das an. Also man kann sich da schon ein Netzwerk überlegen mit Smith-Diagramm und LC und so weiter, womit Sie auch das dann mit externen Elementen angepasst kriegen. Okay, der Punkt ist nur, egal was Sie hier jetzt tun, die Bandbreite fällt, und zwar auf 2%, und die Güte steigt damit. Ganz einfach, weil der Widerstand, vor allem der Strahlungswiderstand gefallen ist. Ja, dann machen wir sie noch kleiner und dann wird es noch dramatischer. Nicht? Da sehen Sie hier, das X ist jetzt minus 1200, der Widerstand, der ohmsche Anteil ist nur noch bei 2,7 Ohm. Kann man hier ablesen, da, und das Ganze wird nochmal um den Faktor 10 dramatischer. So, das ist aber auch die naivst mögliche Variante, wie ich eine Antenne klein kriege, indem ich es einfach abschneide.
so, vielleicht geht es ja besser. Was wir machen wollten, ist natürlich die Resonanz. Das heißt, man kann ja natürlich eine Antenne, und es geht ja eigentlich immer um die umschließende Kugel, um diese Antenne drumherum, die kann man ja kleiner kriegen, und dann kann man ja dieselbe Drahtlänge von Lambda halbe nehmen. Die muss man ja nicht lang gestreckt machen, sondern kann das Ganze ja falten oder schachteln oder drehen oder rollen oder sonst irgendetwas, nicht? Und das haben wir auch mal ausprobiert. Das heißt, man kann den einfach falten und so meanderförmig machen. Richtig viel gewinnen tun wir aber nicht. So, wenn Sie es jetzt nachzählen, wird der Draht etwas länger. Sage ich gleich was dazu, warum. Er ist aber hier in Resonanz, das sehen Sie auch. Er ist also genau so gemacht, dass wir bei den 900 MHz hier verschwindenden Imaginärteil haben. Circa verschwindend, minus 0,7 Ohm ist weg. Und der Widerstand ist aber auch relativ dramatisch gefallen auf 28 gegenüber den 72 Ohm, die wir vorher hatten. So, das ganze Ding musste etwas länger werden, weil, wenn Sie sich jetzt anschauen, was passiert, dann haben Sie hier an den Knicken hier da Induktivitäten, L, und hier nochmal, und da nochmal, und da nochmal. Und Sie haben hier bei den gegenüberliegenden Dingen natürlich hier den C, da liegen ja wieder zwei Leitungen, zwar relativ weit entfernt, aber da liegen ja auch noch ein paar Cs sich gegenüber. Und gleichzeitig, mal das mal auf die andere Seite hin, haben Sie, wenn Sie sich den Strom angucken, hier Strom laufen und da Strom in die andere Richtung laufen. So, was macht Strom, der entgegengesetzte Richtung fließt, aber in etwa an dem gleichen Ort ist, also nicht weit entfernt voneinander ist? Der macht gleiche Felder, nur mit unterschiedlichen Vorzeichen, was zu destruktiver Interferenz führt. Das heißt, dieser Strom, den ich da hingezeichnet habe, der ist zwar unterwegs da, macht aber nach außen sichtbar kein Feld, weil er sich destruktiv überlagert. Nicht zu 100%, aber doch recht weitgehend, weil die Phase eben gleich ist, aber die Richtung des Stroms unterschiedlich. So. Und das ist doof. Dieser Strom, der da nämlich fließt, der macht Wärme. Also irgendwie wird da ja im Kupfer, gibt es da ja Verluste, aber eben keine Wirkung. Macht Verluste, aber keine. Fernfeldwirkung. Und das ist jetzt an diesem kleinen Beispiel gezeigt, genau das Problem bei diesen kleinen Antennen. Ne? Da werden Sie immer, wenn Sie die auch falten oder drehen oder rollen oder so, immer solche Effekte haben. Der Strom ist eben dann nicht mehr gerade, sondern wird auf Bahnen geführt. Das führt zu L und C. Und der Strom wird sich auch gegenseitig eventuell kompensieren. So, unterwegs ist er trotzdem, also Verluste macht er, aber keine Strahlung. Ja, das ist halt doof. Auch Messungen bestätigen das natürlich. Wir haben hier mal so ein paar Sachen probiert. Das war so vor ein paar Jahren, haben wir einfach mal ein paar Messungen zu dem Thema gemacht. Und dann sehen Sie im Wesentlichen, dass mit den Antennen hier die, und Smith-Diagramm sollten Sie eigentlich schon kennen, also je nachdem, je mehr Sie die Antenne stauchen, desto weiter nach außen geht eben diese Ortskurve im Smith-Diagramm. Was nur eine andere Aussage zu dem Thema ist, macht mehr Verluste. Quatsch, macht höhere Güte. Ja, gibt es andere Varianten, die Antennen klein zu kriegen und so? Und ja, es gibt natürlich ein paar Tricks, die man auch ganz sehr, sehr gerne verwendet. Zum Beispiel die invertierte F-Antenne. Und sich mal anguckt, was das ist. Wir haben, glaube ich, letztes Mal auch den Monopol behandelt, ne? Was ich normalerweise hier in der Vorlesung nicht mache, aber ich habe es mal gemacht. Also, man hat die Lambda-halbe Antenne und da packt man einfach hier eine leitende Fläche hin. So,
Und diese leitende Fläche führt dazu, dass man diese Fläche hier nicht mehr braucht, weil das ja aussieht wie ein Spiegel. In einem nächsten Schritt fange ich an, das Ding hier zu falten. Dann wird die umschließende Kugel kleiner. Das kann man sich vorstellen, ne? Weil ja der Draht ein bisschen gebogen ist. Man hat aber sich eingefangen, hier einen höheren kapazitiven Belag. Also das C kommt da nicht hin, sondern es ist einfach nur ein kapazitiver Belag. Um den wieder zu kompensieren und loszuwerden, fügt man etwas Induktivität dazu. Das ist einfach nur ein Drahtbogen. Was war das denn jetzt? So. Ja, und genau so sieht eben diese F-Antenne aus. Hier Speisepunkt da unten. Kurzschluss hier, also Masseverbindung an der Stelle. Ja, und das Ganze strahlt eben irgendwie. Also auch dieses geknickte L da strahlt. Ne? Also nicht nur dieses Stümmelchen da an der Stelle. So, wie strahlt das Teil? Von einem Dipol würde man erwarten, dass er nach oben gar nicht abstrahlt. Also dass wir hier tatsächlich solche Nullen haben. Die haben wir jetzt hier aber nicht. Ne? Weil wir ganz einfach hier so einen flachliegenden Draht noch haben. Der strahlt auch noch nach oben weg. Können wir wieder wegmachen. So, der strahlt auch nach oben weg, das heißt, man hat auch noch ein bisschen Strahlung nach oben. Es ist weniger als zu den Seiten. Man hat in die untere Halbebene nichts, weil unendlich ausgedehnte Masse-Metallisierung. Und zu den Seiten hin die typische Strahlung eines Dipols, nämlich weit weg zu den Seiten. So, Parameter hierfür hier mal aufgeführt. Wollen Sie noch einen entwerfen mit Antenna Magus? Oder nicht? Oder die Schnauze voll? Ja, dann los. Weil ich frage ja nicht nur hier, um zu fragen, sondern irgendwo war sie. Muss nur gerade suchen. Schon gefunden? Die ist ganz oben, ne? Da ist sie. F-Antenne. Aber da brauchen wir eine, natürlich, also die würde ich jetzt nicht bei 10 GHz designen wollen. Ne? Bleiben wir mal, um es einfacher zu machen, bei unseren 100 MHz. Das ist, glaube ich, etwas sinniger. Also auch 100 MHz ist jetzt nicht unbedingt was man mit der Platine machen würde bei einer invertierten F-Antenne. Ne? Ich nehme mal an, dass es geht. Ich habe es jetzt nicht kontrolliert. So, die Maße kann man hier jetzt irgendwie nicht so richtig lesen, aber da unten kann man sie sehen. Wie groß ist denn L? Also gut, das Ding ist 60 cm lang. Okay, auf der Platine baut man es eher nicht. Steh im Weg. Auf der Platine baut man das eher nicht, aber so als Drahtverhau oder Drahtdings auf irgendwie einer Aluminiumfolienfläche oder so kann man das schon bauen. S 78 mm D 3. Warum hat er so dicke Drähte immer? So sieht sie aus. Ich möchte noch mal einmal kurz was gucken. Geht ja relativ schnell. Mal gucken, was jetzt passiert. Immer noch nicht. Nee.
Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich das irgendwie ein bisschen besser in den Griff kriege hier. Mit der, dieses Rohr ist mir ja einfach viel zu dick. 30 mm. Ich hätte ja gerne 3 mm, also eine Drahtantenne gebaut und keine Rohrantenne. Und eigentlich geht das auch. Und ich hatte gedacht, es liegt jetzt daran, dass ich eine große Bandbreite da in meiner Spezifikation hinterlegt habe, weil je breitbandiger man das macht, desto dicker muss die Antennenstruktur werden. So als grundsätzliche Regel, Daumenregel, nicht? Deswegen habe ich mal eine sehr schmalbandige gemacht, aber das ändert hier nichts. Das ändert hier nichts. Oder habe ich jetzt hier irgendwas? Kann ich da nicht einfach was eintippen? Ah, not used. Okay. Nee, irgendwie lässt er mich nicht das tun, was ich gerne tun würde. Port Impedance 50 Ohm. So, jetzt darf ich hier mal was ändern auf 4 mm. Nee, kann er nicht. Finde ich ein bisschen erstaunlich. Egal, so, weil im Prinzip geht es nur offensichtlich irgendwie mit dem Programm nicht mehr. Früher ging das nämlich irgendwie auch mit dünnen Drähten. Also nicht, ich habe bei der invertierten F-Antenne es nie ausprobiert, aber ich habe ja schon, auch danach haben wir ja auch schon Drahtantennen gebaut mit dünnen Drähten. Also ein paar Millimeter breit, dick, ne? Und sie haben funktioniert. Also es kam auch so in etwa das raus, was man raus haben wollte. Ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, kann natürlich immer eine Drahtstruktur bauen und dann macht das halt irgendwas. Nur eben nicht strahlen, ne? Aber das war nicht so, sondern es hat schon funktioniert. Okay, so, ganz populär kann man, ja, nee. Ganz populär wird die eingesetzt auch in Mobilfunkantennen, im Mobilfunk. Ich glaube, da habe ich ja schon mehrfach drüber geredet, was man da alles so in seinem Handy mittlerweile hat. Und das ist noch mehr, als hier steht. Zum Beispiel könnte man jetzt diese invertierte F-Antenne auch planar ausführen, hier oder flächig ausführen. Dann hat man da so einen Patch, den wird man irgendwo in der Mitte speisen. Dann hat man hier noch so einen Kurzschluss-Stub. Da an der Stelle hier. Oh, das geht jetzt wieder nicht. Jetzt geht gar nichts. Ach so, weil ich es als Radiergummi stehen habe. Okay. So. Da hat man jetzt einen Freiheitsgrad mehr. Der kann nämlich unterschiedlich breit sein. Den kann man über die ganze Breite machen oder eben auch nur über einen Teil der Breite. So, es stehen hier so ein paar Designformen dabei. Man kann das Ganze meandern. Das ist das, was wir ja schon mit der Drahtantenne gemacht haben, was ich Ihnen da eben auch gezeigt habe. Man faltet einfach den Draht. Das kann man natürlich im Prinzip mit der
Fläche auch machen oder eine andere Sicht der Dinge. Man nimmt eben so einen Patch und schneidet den einfach hier an den Stellen ein. So, dann wird der Strom auch in irgendwelche Umwegbahnen gelenkt. Also das Konzept ist immer das gleiche. Das Konzept und die Idee ist immer die gleiche. Nicht? Also den Strom so auf Bahnen lenken, dass es zu einer Resonanz führt, aber eben nicht eine ausgedehnte Struktur braucht. So. Kann da Dinge kombinieren, also verschiedene Antennen auf sein Handy draufsetzen, so wie hier mal gezeigt. Da wird man auch brauchen. Und jetzt kommen noch so ein paar Bilder davon. Nicht? Ich habe hier mal so ein altes. Das war ein. Was ist daran so witzig? Bitte? Ja, da haben wir wahrscheinlich so etwa zur gleichen Zeit das erste Handy gekriegt. Das war nämlich auch mein erstes Handy. Der einzige Unterschied wird wahrscheinlich das Lebensalter gewesen sein. Also einer der Unterschiede wird das Lebensalter gewesen sein. Ja, bei mir war es der Arbeitgeber. Also gekauft, das war ganz spät, dass ich mir ein Handy wirklich gekauft habe selber. So, also man könnte jetzt vermuten, oder ich habe auch vermutet zunächst, dass da einfach so ein Teleskop-Antennenstachel drin ist irgendwie, ne? So ein Stück lineare Antenne. Das ist aber nicht so, es ist ein Helix drin gewesen. Also ich habe das Teil einfach mal genommen und aufgefeilt. Und da innen drin ist so eine gedruckte Helix-Antenne drin gewesen und weiter nichts. Das hat einfach, oder und eben kein Stab. Das hat ganz einfach auch Fertigungsgründe hier, warum man da was Gedrucktes und Gestanztes genommen hat und nichts Gewickeltes. Könnt ihr erwarten, die Helix ist einfach so, so drehst du. Ist aber maschinell etwas schwieriger zu fertigen. Das, wenn Sie es in Massenfertigung machen wollen, nehmen Sie es lieber so und stanzen die Helix eben so aus dem Vollen. Dann sieht die nicht ganz so schön rund gedreht aus wie eine echte Helix, aber tun tut sie trotzdem. Ne? Das war die GSM-Antenne da. Hier sehen Sie die Struktur der F-Antenne. Mit noch ein bisschen Modifikation da dran. Ne? Also hier die Speisung an der Stelle, das L hier und dann die Ausdehnung da an der Stelle einmal um die Ecke und das Ganze hier auch noch auf einen Plastikblock. Das Epson-R von dem Plastikblock kenne ich jetzt nicht. Mir nicht angeguckt und auch nicht nachgemessen. Ist davon auszugehen, dass das jetzt auch noch ein Epson-R hat mit ja, einem gewissen Wert, was ich 2 oder sowas oder vielleicht auch 4. Zum einen natürlich als unterstützende, mechanisch unterstützende Struktur, weil sie können nicht einfach so ein Mikrometer Blech in die Luft hängen. Das hält nicht lang. Und natürlich auch, um die Welle so ein bisschen zu verkürzen noch. Ja, dann wird es hier ein bisschen witziger. Hier nochmal wieder die F-Antenne, ne? Da Speisung, L und der Bogen. Und dann was ich so auch nicht mehr erklären kann, um den Vibrationsmotor drumherum gemacht, wobei der jetzt also wahrscheinlich nur als Massemetallisierung dient und zu sonst gar nichts. Eine Antenne mit mutmaßlich mehreren Tricks verbaut und mehreren Resonanzen drin, also eine Multiband-Antenne. Da wird einer ein bisschen drüber nachgedacht haben, bis er so weit gekommen ist und das gebaut hatte. Das Ganze auch auf einem flexiblen Substrat, sodass man das also um irgendwie eine andere Struktur, hier was glaube ich der Motor, drumherum bauen kann. Oder auch was ganz Einfaches, nicht? Auch das hier wieder so eine Art F-Antenne. Ich fahre aus einem Motorola, einfach so eine Drahtantenne. Ich zeichne den Draht hier nochmal nach. Da. Also es ist gar nicht so, dass da jetzt irgendwie sowas ganz Besonderes, technisch Anspruchsvolles oder so drin ist. Letztlich ist es einfach nur ein Draht. Da. Hier finden Sie nochmal die Antenne, wie ich sie eben gezeigt habe, meandriert. So mit diesen, oder die Fläche, die eingeschnitten wurde. Oder eben auch hier noch ein Draht, der eben auch mehrfach gefaltet ist. So, also so verschiedene Tricks werden da schon angewandt. Dann haben wir das Apple-Problem, das war das Apple iPhone 4, wo es also auch den Skandal, das Skandälchen an der Stelle mal gab. Nicht? Also Apple als ja damals nicht mehr wirklich Newcomer auf dem Markt, wurde natürlich angstvoll beäugt von denen, die dann verloren haben, also Nokia vor allen Dingen. Nicht? Und dann ist ihnen dann einfach mal ein Malheur passiert, da haben sie mal ein iPhone gebaut, wo die Antenne ab und zu mal verstimmt werden konnte und dann die Verbindung abbrach. Und natürlich, hey, hättest du uns gefragt, wir können es. Ne? Sie wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ja gut, was ist das Problem bei Apple gewesen? Apple-Handys sind in der Regel Keksdosen, also sprich, das sind irgendwelche Metalldinger und jetzt funkt mal aus einer Keksdose raus.
das klappt halt nicht so richtig. Ne? Deswegen hat man ja in anderem Zusammenhang auch Keksdosen. Ne? Und das ist das eine Problem. Aber man hat natürlich leitende Strukturen außen. Und die könnte man ja als Antenne verwenden. Und das hat man dann doch tatsächlich getan. Nicht? Also man hat hier Isolationen eingefügt, da und da und hier. Und hat für verschiedene Bänder dann natürlich auch mit verschiedenen LCs und so angeschlossen, diese Teile als Antenne verwendet. So kann man ja tun. Das sieht dann zwar immer noch so aus, als wäre das ein Full Metal Case, ne? Ist aber dann isoliert. Nur dummerweise, wenn Sie jetzt hier mit dem Daumen drauf gehen, da, dann haben Sie die beiden Dinger miteinander verbunden, dann doch irgendwie mit dem feuchten Daumen. Und dann ist die Antenne so dermaßen verstimmt, dass Sie eben nicht mehr vernünftig empfangen oder senden können. Ne? So. Das war wohl das, was da passiert ist. So, aber auch das ist eine Idee, da muss man halt mit dem Designer drüber reden, nicht? Ob man nicht also irgendwie Teile des Gehäuses als Antenne verwenden kann. Gut, so. Aperturantenne. Apertur ist nur ein schlauer Begriff für Öffnung. Weiter nichts, nicht? Also wenn Techniker brauchen ja auch so einen gewissen Code, damit sie sich von den normalen Leuten auf der Straße unterscheiden und nicht von denen verstanden werden. Das ist so wie mit den Medizinern. Aber nicht nur das, sondern es macht auch einen gewissen Sinn, technische Ausdrücke zu verwenden und zu haben, weil man damit nämlich dann genau weiß, wovon man eigentlich redet. Wenn ich jetzt sagen würde, oh, nimmst du Antenne mit Öffnung? Hey, was redest du von mir? Aperturantenne ist dann klar. Also es ist eine Antenne mit einer Öffnung, ja klar, aber es sind schon ganz klar Antennen gemeint, nämlich zum Beispiel solche Hornantennen. Sie haben sich vielleicht die Frage ja gestellt, was tue ich denn eigentlich, wenn ich nicht meine Energie im Koaxkabel habe oder nicht auf der Mikrostreifenleitung? Darauf hatten wir ja Antworten gefunden, ne? in den letzten paar Minuten, sondern ich habe einen Rechteckoleiter. Und da will ich auch eine Antenne dran haben. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt ins Koaxkabel und dann auf die Lambda-halbe Antenne? Wahrscheinlich eine schlechte Idee, ne? Oder kann ich andere Dinge tun? Und da kann man sich ja in der Akustik zum Beispiel bedienen, nicht? Ich meine, wenn Sie sich einen Trompeter angucken und so, dann ist ja eine Trompete ja im Prinzip auch ein Wellenleiter. Ja, ist es. Ist jetzt keine elektromagnetische Welle, nicht? Sondern ist eine Schallwelle, die sich sicherlich anders verhält. Ist sogar ein Resonator. Ja, und jetzt musst du den Ton rauskriegen. Schrauben Sie mal bei der Posaune, kann man das ja ganz gut machen, wenn Sie da einen Trichter abschrauben und dann einfach nur mal so in das Ding reintröten, das klingt ein bisschen komisch. Ja, es war. Abgesehen davon föhnt es die Haare, ne? Weil das bläst ja dann direkt am Ohr da vorbei. Ist aber auch wesentlich leiser und das ist genau der Punkt. Ne? Sie kriegen nämlich die Energie nicht vernünftig raus und das ähnlich ist es beim Hohlleiter auch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plastisch gemacht und es werden mir die Puristen der Technik werden mir jetzt massiv widersprechen hier. Wie kannst du denn einen rechten Hohlleiter mit einer Trompete vergleichen? Also ich kann, ich zerfalle nicht zu Staub, wenn ich das tue. Aber der Trick ist eigentlich der gleiche. Nicht? Was tut man bei der Trompete, Posaune? Man macht das Ganze so getapert, man öffnet das langsam und damit wird eben die Impedanz des Rohres an die Impedanz des freien Raumes weich angepasst. Dadurch kommt es zu wenig Reflexion. Wenig Reflexion heißt, es geht viel Energie raus und plötzlich ist die Posaune laut. Und das reicht, um eine Stadt zum Einsturz zu bringen. Wie man steht in der Bibel. Jericho ist durch die Posaunen, wissen Sie nicht? Naja, der Prophet Josua, der ist doch da, die sind doch dann alle irgendwie die Israel, damals waren es die Israeliten, heute sind es ja die Israelis. Also die Israeliten sind ja in das Land Kanaan angekommen und das ist wohl, eigentlich war es wohl eine Story von Migration. So, aber in der Bibel wurde das Ganze ein bisschen hochgepeitscht, da liest sich das nicht mehr so schön. Da war es dann wohl eher auch eine kriegerische Auseinandersetzung und die Legende geht dann eben so, dass sie Jericho belagert haben und irgendwann haben sie dann ein Posaunenkonzert veranstaltet und dann sind die Mauern zusammengefallen. Das ist wohl geschichtlich nicht ganz so gewesen. Also, hat gereicht, um Krach zu machen. Das will das damit sagen. So, und genau das machen wir im Rechteckhohlleiter auch. Eigentlich müssen wir nämlich die Impedanz des Rechteckhohlleiters anpassen an die 377 Ohm des freien Raumes. Und das macht man eben hier mit so einer einfachen Öffnung. So,
Ja, machen wir das doch einfach. Nicht? Gucken wir uns die, auch diese Antenne an. Da nehmen wir wieder das X-Band, also die 10 GHz Spezifikation bitte. File. Oh, fangen wir mit. Find a new antenna. Wir nehmen, hoppsa, brauchen wir gar nicht. Wir haben die Speck schon, hoppsa. Ne, das wollte ich jetzt nicht haben. Simple 10 GHz nehmen wir mal als Spezifikation. Und dann haben wir auch gleich hier auf der ersten Seite schon unsere Waveguide Horn. So. Gucken, kriegen wir da nicht irgendwie einen Standard? Ja, der nimmt nicht den Standardwellenleiter, ne? Nee. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. Aber ich glaube, das kann ich in dieser Variante nicht tun. Doch, eigentlich wollte ich den X-Band-Leiter, Hohlleiter nehmen. Also nehmen wir mal Breite 22,6, 22,86 und 10,16. Ja, wir sind in etwa in der Größenordnung. Ne? Er hat ja etwas andere Größen genommen. Versuchen wir mal ein neues Design und gucken mal, ob wir da irgendwie Parameter ändern können, aber wahrscheinlich irgendwie nicht. So, das wollte ich haben hier. 22,86. Und 10,16 hatte ich gesagt, ne? Nee. 10,16? Na gut, nehmen wir das mal so hin. Ja, ein bisschen Made Performance. Das hat in der Vergangenheit immer relativ lange gedauert. Was hat er denn jetzt? Oh nee, ey. Also irgendwie habe ich heute überhaupt kein Glück, habe ich den Eindruck. Nee, abgestürzt nicht, aber weigert sich da die Performance zu estimaten. Ich hoffe mal, es liegt nur daran, weil ich meinte, meinen eigenen Wellenleiter eintippen zu müssen. Dann machen wir es. Ah, hier hat es geklappt jetzt. So, schauen wir uns mal zunächst die S-Parameter an, also die Reflexion hier. Da, nicht verwirren lassen, dass das irgendwie so komisch aussieht. Das Ding ist super gut angepasst. Ne? Wir haben da, das Maximum ist bei minus 16 dB. Da sind wir mit keiner von den Drahtantennen hingekommen. Was schlichtweg auch daran liegt, dass wir es hier nicht mehr mit einer resonanten Struktur zu tun haben. Ne? Also vorher hatte ich Ihnen ja gesagt, die Struktur muss resonant sein und so. Ne? Das muss sie hier jetzt nicht, sondern ich mache hier einfach eine weiche Öffnung, da ist nichts resonant. Einzige Variante, wo das klappt, wo man eben nicht über eine Resonanz gehen muss. Die Resonanz als solche ist ja schon im Rechteck-Hohlleiter berücksichtigt. Der Gewinn hier, nehmen wir mal einfach nur so hin, das sind wunderbare 13,5 dB. Kommentieren wir gleich noch so ein bisschen was dazu. Und hier gucken wir uns nochmal den Schnuller an wieder. Nicht? Da, das ist hier die Strahlungscharakteristik. Ich möchte noch was dazu sagen. Was ist die Z-Richtung? Ich drehe den mal ein bisschen. Kriegt man das nicht irgendwie geredet? So, jetzt haben wir es. Das ist die Z-Richtung. Wir merken uns mal, in welche Richtung hier die Strahlung breiter ist als in der anderen. In der Y-Richtung ist die Strahlungskeule breiter als in der X-Richtung.
In welcher Richtung ist das Horn breiter als in der anderen? Ja, aber sonst würde er nicht so blöd fragen. Das ist schon richtig. Aber warum? Wie ist das Argument, das Mathematische? Hier gilt es nämlich sehr viel besser, was da steht, als bei den Drahtantennen. Da musste ich ja noch so ein bisschen lügen hier, nicht? So mit den Strichen darunter, wo ich sage, so, ich betrachte gar nicht die einzelnen Striche. Ich sage einfach so, homogene Belegung. Hier könnte ich mir jetzt ja vorstellen, die Welle, ganz so stimmt es nicht, aber die Welle, die verteilt sich jetzt gleichförmig über den ganzen Querschnitt. Sie wissen, wie die Welle im Rechteckhohlleiter aussieht, nicht? Nämlich in der einen Richtung schon gleichförmig verteilt, in der anderen aber so sinusförmig. So, aber wir haben es hier mit der Fourier-Transformation zu tun. So, und wenn ich, ja, wie ist denn das? Ein im Zeitbereich oder im Ortsbereich langer Puls wird ja im Frequenz- respektive Winkelbereich zu einem engen Puls. Ist ja immer genau umgekehrt, ne? Also ein langer Puls hat ja ein enges Spektrum und ein kurzer Puls hat ein breites Spektrum. Genauso ist es hier auch. Weil die Fourier-Transformation dazwischen liegt, jetzt wollen wir mal gucken, ob es stimmt. Und ich hoffe mal, dass es stimmt. Wenn ich mir nämlich hier jetzt Sketches angucke, die müsste jetzt ja, ich habe nämlich mal das Ding hier, in X-Richtung muss das Ding jetzt ja breiter sein als in Y-Richtung. So, es hat er natürlich nicht dazu geschrieben, was die X-Richtung ist, ne? Model Preview, da nehmen wir das. So, was ist jetzt die X-Richtung? Die X-Richtung, genau, in X-Richtung ist das Ding breiter als in Y-Richtung, ne? Da sehen wir es. Genau, so. Fahren Sie mal in Zukunft bewusst unter diesen Mautmessbrücken drunter durch. Da sehen Sie nämlich so Hörner. Ich habe jetzt leider kein Bild hier dabei. Das könnte man vielleicht aus dem Internet mal schnell suchen. Was hat er jetzt hier? Updates werden installiert, ja super. Ja, ist okay. Maut, Antenne, okay. Vielleicht reicht das schon als Bild. Nee, das sollte man vorbereiten, sowas, wenn man das zeigen will, ne? Wo links? Da. Ja, mal gucken, vielleicht klappt's. Ja. Also Sie sehen hier, das die Hörner meine ich, ne? An der Stelle. Da sehen Sie die, das sind Hornantennen, die haben es natürlich eine etwas andere Form als diese reinen X-Band-Hornantennen. So, und dann meint man jetzt ja, wenn man da guckt, oh, der bestrahlt hier so die ganze Fläche so schön breit, ne? Und ist ganz schmal gebündelt in der Fahrtrichtung. Genau das Gegenteil ist der Fall, ne? Also die Antennencharakteristik, die ist breit in der Fahrtrichtung und schmal auf die Fahrbahn oder sowas gebündelt. Ja, muss ja schon auf die Fahrbahn gebündelt sein, nicht? In der Querrichtung. Was ja auch Sinn macht. Nicht? Also Sie haben dann in der Fahrtrichtung natürlich mehr Zeit, das alles da abzufragen und so weiter, das Ding zu erfassen und wollen aber eine, ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht, aber brauchen vielleicht eine hohe Performance oder eine hohe Auflösung, auf welcher Fahrspur der gerade unterwegs war. Ne? So, also es ist genau anders, als die Antenne aussieht. Hä? So, wie kann man sich das jetzt vorstellen mit dieser Antenne? Wie soll die strahlen? Da sagt Ihnen doch wahrscheinlich das Huygensche Prinzip was. Also
Also das Huygensche Prinzip ist im Prinzip, jeder Punkt einer Wellenfront kann als Ausgangspunkt einer Elementarwelle gesehen werden. Das ist genau das, was Sie sagen. Also Sie haben hier irgendwie eine Wellenfront da an der Stelle und dann können Sie sagen, okay, von da ein Punkt, von dem Punkt und das sind alles solche Elementarwellen, die da ausgehen. 2, 3. Und die überlagern sich dann ein paar Meter weiter weg wieder zu der Ebenenwelle, wenn Sie dann nur jeden Punkt richtig überlagern. Das ist eigentlich die Idee. Mathematisch formuliert ist es etwas komplizierter, aber die Idee ist ähnlich. Wir hatten jetzt ja, wenn man sich so eine Lambda-Halbe-Antenne anguckt, dann kann man sich ja leicht vorstellen, okay, da haben wir Strom und Feld unterwegs und das ist ein Punkt und von da aus strahlt das. So, da ist die Vorstellung auch eine relativ einfache. Ähnlich kann man sich das auch bei dieser Amperaturstrahler vorstellen. Sie haben da irgendwo eine Feldbelegung, eine elektrische Feldbelegung oder Belegung mit elektrischer Feldstärke oder auch mit magnetischer Feldstärke, elektrischem und magnetischem Feld. Und von jedem einzelnen Punkt an dieser Öffnung hier geht eine Elementarwelle aus. So, können Sie sich also vorstellen, dass hier aus dieser Belegung, wie sie wirklich ist, also mit E und H, irgendetwas wird, was mit J und M belegt ist. So, und von da aus geht dann eben die Welle los. Also Sie schneiden im Prinzip das ganze Feld, das ganze Feld des Hohlleiters hinter der Öffnung weg. Sagen, okay, dann mache ich unendliche ausgedehnte Fläche hin. Was mich interessiert, ist nur die Belegung an der einen Stelle oder in der einen Ebene. Und das ersetzen Sie jetzt nicht mit E und H, sondern ersetzen das einfach durch die Quellen, nämlich durch J und M und lassen von da aus dann das Feld, die Welle in den Raum los. So, und dann kommen Sie nämlich auch genau zu der Überlegung mit der Fourier-Transformation, wie ich sie eben hier gebracht habe und einfach nur dargestellt habe, ohne hergeleitet zu haben. Gut, so sieht eben jetzt hier diese einfache Hornantenne aus. Wir haben sie schon entworfen und haben es auch schön im Bund gesehen. Und das haben wir auch alle schon gesagt, deswegen können wir da relativ schnell durchgehen. Wir haben hier die Hornantenne da, ich habe es nochmal gezeigt. Die Bilder haben wir aber auch schon in Antenna Magus gesehen. Insofern brauche ich da nicht nochmal so richtig schnell drüber herzugehen. Ja, ein Satz noch zur Fläche. Und das passt an dieser Stelle jetzt ganz gut. Sie können sich relativ gut vorstellen, wie so eine Hornantenne funktioniert, wenn sie empfangen soll. Nicht? Dann Pointing Vektor geht da rein, also elektrisches magnetisches Feld und damit Energie transportiert über den Pointing Vektor geht da rein. Und die Hornantenne empfängt also über die Fläche, die sie selber darstellt. So, das heißt also, die Fläche fällt, die die Antenne kriegt und damit auch die Leistung, die in diese Antenne reingeht, weil der Pointing-Vektor ist ja eine Leistungsdichte, während das, was Sie haben wollen hinterher, ist ja Leistung. Also müssen Sie über eine gewisse Fläche integrieren, das macht aufsammeln, das macht im Prinzip das Horn. Nicht? Das sammelt eben über seine Öffnungsfläche auf. Was macht eine Drahtantenne? Drahtantenne im schlimmsten Fall hat keine Fläche, weil es halt dünner Draht, ne? Ja, und jetzt? Trotzdem funktioniert sie ja. Ich meine, also die Theorie würde jetzt ja sagen, kann gar nicht. So wie die Hummel nicht fliegen kann, ne? Kann die Drahtantenne nicht empfangen, weil keine Fläche. Und die Praxis sagt aber, super gut. Empfängt richtig gut. Hummel fliegt ja auch, ne? Und Drahtantenne empfängt. Weil ich diese Diskussion, die ist relativ neu, das ist nicht, dass die Hummel nicht fliegen kann. Also zumindest für mich war sie neu, also so ein Jahr oder zwei alt. Finde ich völlig absurd, wie man sowas in den Raum stellen kann. Die Hummel kann gar nicht fliegen. Hä? Was sehe ich jeden Sommer? Also das ist so der Beweis dafür, dass die Vorstellung des Menschen nicht stimmt, ne? Weil das Ding fliegt halt. Das Ding nicht, das Tier. So, also, was macht denn die Drahtantenne? Naja, die Drahtantenne, die verbiegt eigentlich die Feldlinien und verbiegt auch den Pointing-Vektor so auf sich zu. Also dadurch, dass wir da dann leitendes Material haben, werden einfach die Energieflusslinie, der Pointing-Vektor wird dann einfach verbogen und sie saugt im Prinzip die Feldlinien doch in sich rein. Und damit kann man jetzt, wenn man weiß, wie viel Leistung hier empfangen wurde und wie der Pointing-Vektor, also die Leistungsdichte aussieht,
auch wenn man eine Antenne hat, die geometrisch keine Fläche hat, eine effektive Fläche dieser Antenne zuordnen. Ja, also dünner Draht oder unendlich dünner Draht hat halt keine Fläche, aber trotzdem saugt das Ding was ein. So, und das ist eben die Fläche, über die diese Antenne empfängt. Die ist bei den Aperturantennen, also sprich bei so einem Horn, bei so einer Hornantenne, in etwa, bis auf den Flächenausnutzungsfaktor, in etwa gleich der geometrischen Fläche, aber hat bei der Landbehalbe Antenne oder bei einer Drahtantenne eben mutmaßlich oder nicht viel mit der geometrischen Fläche von dem Ding zu tun. So, es gibt einen Zusammenhang, hier auch ohne Beweis dargestellt, dass nämlich die effektive Fläche durch Gewinn gleich Lambda halbe, Lambda Quadrat Pi Viertel ist. Gucken wir doch mal, was war der Lambda halbe Dipol? Was hat der für einen Gewinn gehabt? Der war 1,6, ne? So, und dann ist die Fläche, kann ich da schreiben? Ne, kann ich nicht. Dann ist die effektive Fläche AE gleich Lambda Quadrat durch 12, das ist 2,4 Pi, ja, mal 1,6 gleich machen wir es mal anders. Schreiben wir mal, die umschließende Kugel hätte ja eine das umschließende Quadrat hätte ja eine Fläche von Lambda halbe zum Quadrat mal 1,6 durch 3. Also es ist in etwa 0,5 mal das Quadrat, das durch die Lambda halbe Antenne aufgespannt wird, ne? Sie folgen, fühlen, was ich meine? Ich könnte einfach sagen, die Antenne hier ist Lambda halbe lang. So. Die Fläche, die das Ding hier jetzt braucht, ist eben das mal das. Also das Quadrat, das eben von diesem Ding hier aufgespannt wird, ne? Aufgespannt werden könnte, wenn ich es um 90 Grad noch drehen würde. So, jetzt habe ich einfach mal ausgerechnet, so, wie viel davon wird eben wirklich ausgenutzt. Und das ist eben in etwa die Hälfte. Das ist alles. Also um da so geometrische, irgendein Maß für die geometrische Fläche von dem Ding in Zusammenhang zu bringen mit der eigentlichen Wirkung von dem Teil. So alles ungefähr natürlich hier einen dicken Daumen abgeschätzt. Okay, Aperturantennen nochmal ein bisschen dazu. Die eine, wo man es auch noch sehr gut sieht, das ist die Reflektorantenne. Die möchte ich Ihnen auch noch kurz vorstellen. Zum Beispiel einen Parabolspiegel. Ich weiß gar nicht, kann Antenna Magus auch Parabolantennen in unserer Version? Kurz mal gucken. Was ist jetzt passiert? Da. Ich meine, eine ganz einfache Aperturantenne ist dabei. Genau, hier, da. Nehmen wir doch gleich das hier. Gucken wir uns die gleich an. Und dann sagen wir hinterher was dazu. Das ist ja, das gibt es nicht schöner. Ich wollte nicht die Cassegrain gleich nehmen. Ich wollte eigentlich gerne einfach nur Parabol nehmen. Bitte? Ja. Ja, ganz und ist die grau, dann geht sie nicht. Ah, siehst du, die habe ich gesucht. Super, genau. Das ist so, also ich versuche hier in dieser Vorlesung immer so die prototypischen Antennen, ich hätte jetzt fast gesagt, so Mother of all Antennas, ne? Also hier. Deswegen die Lambda-Halbe-Antenne, deswegen die Patch-Antenne und nicht irgendwelche daraus abgeleiteten Dinge, sondern die grundsätzliche Idee ist halt, hier sehr schön in diesem Model-Preview gezeigt. Kann man das auch irgendwie größer machen? Genau. Ne? So, da hat man das Horn freischwebend hier vor der Parabolfläche.
Parabol ist ein Parabol, das ist keine Salatschüssel und das ist auch keine Halbkugel oder Teilkugel oder sowas. Es sieht nur so aus, es ist wirklich ein Parabol. Was macht ein Parabol jetzt aus? Dazu muss ich mal kurz in meine Vorlesung gucken. Nämlich, dass dieser Zusammenhang zwischen x und y liegt. Ne? Also das hier ist eine Parabel. Parabel. Und nicht irgendwas Kugeliges, ne? Teil einer Kugel. Ne? So. Und ja gut, dann sieht das eben so aus. Das Ding schwebt jetzt frei davor und hat ja schon was designt. Oder muss ich noch was reingeben? Value not Z. Hat er mir denn irgendwas schon geliefert? Ja gut, also Fokuspunkt hier 77 cm. Ach, fast 80 cm. D, muss ich mal gucken, was haben wir denn hier? Overview, da. D ist der Durchmesser vom Spiegel. Das ist jetzt hier also so ein 1,13 Meter. Wellen, Waveguide und so weiter. Also das Horn hat er hier jetzt auch noch spezifiziert. Das ist genau das gleiche wie das, was wir eben hatten. Die Länge des Horns ist 3 cm. Das ist alles für 10 Gig. Gucken wir uns mal die Performance an. Ist auch schon fertig. Und da kommen wir jetzt auf den Gewinn, der müsste jetzt richtig gut sein. Guck, da hast du 40 dB Gewinn hier, ne? Weil die Fläche, ja, bleiben wir mal dabei, weil die Fläche, die Öffnungsfläche, jetzt natürlich dass die Parabolantenne ist, ne? Und die ist ja, wenn Sie sich das mal überlegen, so eine Welle von, bei 10 GHz hat welche Wellenlänge im freien Raum? Was? Länger als ein Meter? Kürzer als ein Meter. Länger oder kürzer als 10 cm? Länger als 10 cm? Kürzer als 10 cm? Zentimeter? Länger oder kürzer als 10 cm? Als 1 cm? Länger als 1 cm? Länger als 1 cm? Kürzer als 1 cm? Das hat er nicht mehr sicher, wa? Drei sind's. Trauen Sie sich da mal. Ja, also, macht einen Gewinn von 40 dB, hier zumindest in der Theorie. Achso, ich wollte ja eigentlich ausrechnen, wie breit das Ding ist. Das Ding hat jetzt einen Durchmesser von 1 Meter gehabt. Ne? Da passen dann so 30 Wellenlängen drauf, war sogar noch ein bisschen mehr, also irgendwie so 35 Wellenlängen. Also das Ding ist richtig, richtig groß. Ne? Mit so einem Meter. Und da sieht man jetzt auch hier das Kirchbau, ne? Da. Das ist sowas, was nennt man dann Pencil Beam, also Bleistifts. Kommt auch gut hin, ne? Also Bleistiftsstrahl, ne? Der ist also sehr, sehr eng gebündelt. Es fällt dann auch relativ stark ab. Sollte mal jemand, und Sie bauen sowas auf und Sie senden dann auch darüber, sollte dann mal jemand Besorgtes vorbeikommen und sagen, so, aber in Rückwärtsrichtung strahlt er doch auch noch, dann zeigen Sie ihm dieses Bild, ne? Das ist ziemlich wenig. Also Sie strahlen wirklich in die Hauptrichtung mit dem Teil. Und das Ding funktioniert auch quasi optisch, also tatsächlich so, wie auch ein Parabolspiegel funktionieren würde, den Sie verwenden könnten, um zum Beispiel im Camping Wasser heiß zu machen oder so, aber nicht in Norwegen. Das Ding ist einfach so groß gegenüber der Wellenlänge, dass Sie also optische Berechnungsmethoden zugrunde legen können hier. Ne? So auch eigentlich sehr schön rund. Da lassen wir es mal auf uns zukommen, da. Ja gut, Anpassung wird bestimmt von dem Horn, ist hier gar nicht mehr aufgeführt so richtig. Das macht auch nichts. Ja, und wenn Sie sich überlegen, dass die Wellenlänge eigentlich 3 cm groß ist, eine Lambda-Halbe-Antenne, also 1,5 cm groß wäre in der Theorie, dann ist das Ding mit einem guten Meter schon ein Riesenklopper. Ne? Aber der Unterschied ist eben auch 38 dB im Gewinn. Ne? Ja, ja. Hä? Merkt man kaum, ja. Also ein Standard-Dish für 12 GHz Satellitenempfang, Satellitenfernsehempfang ist 60 cm. Ne? Also ist halb so groß, aber ja. Okay, so. Was passiert hier durch diese Parabel und dann eben hier im Fokuspunkt, dem Ding befindlich, dem Elementarstrahler, der schon an sich bündelnde Strahler wird jetzt hier eher als Elementarstrahler gesehen. Führt das dazu, dass das, was hier jetzt zu allen Seiten rausgestrahlt wird, hier als parallele Strahlung da
gebündelt wird. Und das macht eben dann eben auch den schmalen Strahl, aus. Ne? Ja, das Doofe daran ist, dass man eben nicht, wie hier in Antenna Margus gezeigt, völlig richtig, keine Kritik an Antenna Margus, ne? Das Horn einfach so in die freie Luft davor hängen kann. Man könnte, aber es wird dann sofort runterfallen. Sie brauchen eine Supportstruktur dafür. Wenn Sie clever sind, bauen Sie die natürlich aus Plastik, die dann von der Welle irgendwie gut durchdrungen werden kann. Aber auch das stört schon so ein bisschen, weil da natürlich plötzlich ein Sprung im Epsilon R ist. Aber Sie kommen auch nicht ohne irgendwelche metallischen Strukturen hin. Weil Sie müssen ja die Energie dahin führen. Das heißt, Sie brauchen einen Hohlleiter, der da irgendwie dran da die Energie hinführt. So, das heißt also, ein Teil dieses Parabols wird abgeschattet. Oder ein Teil der Strahlung, der vom Parabol kommt, wird da wieder an dieser Metallfläche da absorbiert oder zurückreflektiert. Zurückreflektiert, wenn das Metall gut ist. Und auch das ist der Punkt, Sie können nicht die ganze Fläche zu 100% ausnutzen, weil normalerweise ja die Strahlung hier in die Richtung schlechter ist und die Richtung natürlich besser ist. Strahlungsdichte oder höher ist. Das heißt also, Sie kriegen den auch nicht ganz homogen, gleichmäßig beleuchtet, den Parabol, ne, sondern zu den Rändern immer etwas weniger. Das heißt, da ist die Ausnutzung der Fläche auch etwas schlechter. So, führt auf verschiedene Tricks. Zum einen, und das kennen Sie von der Satellitenschüssel, natürlich ist dieser LNB, den Sie haben, nie in der Mitte von dem Ding. Und der ist immer ein bisschen raus. Wenn Sie ein bisschen rausschieben, dann fängt die Antenne an zu schielen, also aus dem Fokus raus. Hier, wie hier gezeigt, heißt, dass die Strahlungsrichtung jetzt etwas schräg wird. Auch das hängt mit der Fourier-Transformation zusammen. Auch das wird hier ohne Beweis einfach nur gesagt. So, das macht aber vielleicht gar nichts. Dann müssen Sie das Ding eben nicht direkt auf den Satelliten richten, sondern schräg auf den Satelliten richten, wie man es ja auch tut. Der Vorteil ist nur, die Abschattungsfläche ist natürlich weniger, weil Sie das Teil hier auch so ein bisschen rausgeschoben haben, ne? So, und dann können Sie auch hier noch so eine Muschel bauen. Das sieht man hier an dem Heinrich-Hertz-Turm da auch sehr stark. Da zum Beispiel an den Dingern. Kann ich da reinzoomen? Kann ich. Irgendwie kann ich es. Muss ich nur da wieder hinfinden. Wo ist mein Cursor? Cursor! Hallo? Dann machen wir es ohne Cursor. So, ne, da sehen Sie, dass das solche Muschelantennen da sind. Jetzt brauche ich aber wieder den Cursor. So. Und das ist im Prinzip ein halber Parabol. Also da ist das Ding auch noch im Fokuspunkt hier gezeigt. Es strahlt so ein bisschen schräg. Aber Sie haben eben die eine Fläche von dem Ding weggeschnitten. Jo, jetzt haben wir noch was nicht so schön an dem Teil ist. Sie haben eben gesehen, das, was ich hier designt hatte, hatte hier jetzt einen Durchmesser von ca. 1,13 Meter. Und der Fokuspunkt hier, das waren, ich glaube, so 80 cm, ne? Also das war das, was wir eben da designt haben. 80 cm ist halt auch ein Wort. So, wäre schön. Sie sehen ja auch, dass das hier, also auch das, wenn wir hier mal die Model Preview machen, ne, das sieht, naja, also schön wäre es ja schon, wenn man das Ganze hier so ein bisschen flacher kriegen könnte und nicht auch noch so eine Riesenstruktur da bräuchte, ne? Ja, und das, auch das kann man tun. Und dann kommen wir nämlich bei der Cassegrain-Antenne raus. Ups, da gehe ich gleich da. Man könnte das zum Beispiel so machen, dass man die eigentliche Strahlung hier in die Mitte des Parabols legt. Und der strahlt jetzt an so eine Hyperbel an da oben. Und die sorgt dafür, dass die Strahlung dann gleichmäßig auf dem Parabol verteilt wird. Also faltet im Prinzip den Strahlungsweg. Ja, und hat dann eben auch so eine Parabolantenne da geschaffen. Also den kriegt man natürlich etwas leichter angesteuert hier, weil man den ja nur von hier aus bestrahlen muss. Den kann man auch etwas leichter aufhängen. Vielleicht können Sie diesen Spiegel da einfach nur an ein paar Drahtseile, ein bisschen stabil muss schon sein, ne? An ein paar Drahtseile da reinhängen oder an eine Kunststoffstruktur oder so hängen, sodass Sie an der Seite weniger Abschattung haben. Ja, und Sie haben natürlich die Bautiefe hier circa halbiert. Funktioniert aber im Kern genau so. Und das ist eigentlich auch das, oder das ist das, was da zuerst aufging bei mir, als ich Antenna Margus angeschmissen hatte, da die Cassegrain-Antenne. Aber ich wollte eben nicht gleich mit dieser Modifikation anfangen, ne? Sondern gleich so mit Mother of All. Ne? So, einmal noch zurück hier, um mal so ein praktisches Beispiel hier zu nennen, aus dem Hause Kathrein, Rosenheim, also ein deutsches Produkt. Was hat das Ding? Irgendwo so einen Gewinn von 30, 40, was haben wir da stehen? Von ja, ca. 35 dBi.
einen Öffnungswinkel von 2,8 Grad. Also das ist wirklich schmal. Ne? Wir brauchen die auch bloß den geostationären Satelliten zu empfangen. Für diese Applikation, für Handys wäre das ziemlich doof, weil entweder du hast dein Handy komplett ausgerichtet oder du empfängst nichts, kannst wählen. Ne? Also kommt immer auf die Applikation auch drauf an. Ja, Durchmesser 60 cm, sagte ich schon, das ist so der Standarddish und dann noch die anderen Parameter dazu. Und hier ist jetzt auch nochmal ausgerechnet worden, habe ich ausgerechnet, was die Flächenausnutzung ist von dem Ding hier. Wenn Sie also mal gucken, wie groß ist eigentlich die geometrische Fläche von dem Teil? Ist relativ einfach herauszufinden. Und wie groß ist die effektive Fläche? Die erste Vorstellung wäre ja, über seine ganze Fläche sammelt der Dish die Daten oder die Strahlung ein. Aber wie ich eben schon sagte, zumindest beim Senden ist es so und beim Empfangen ist es auch so, die Randbereiche werden etwas schwächer ausgenutzt. Und es gibt auch Abschattungen, das heißt, er kann nicht die gesamte geometrische Fläche wirklich nutzen, um Strahlung aufzusammeln, sondern eben nur einen gewissen Anteil davon und das sind in diesem Fall 70%. Das heißt, der Unterschied, der relative zwischen der geometrischen Fläche und der effektiven Fläche ist eben 70%. Ja gut, und damit haben wir für uns das Kapitel Antennen erledigt. Dann machen wir jetzt auch mal langsam Pause.